Willkommen bei Schlesien-Journal. Heute stellen wir Ihnen eine ganz besondere Frau vor. Sie ist eine leidenschaftliche Sammlerin von alten Gegenständen und interessiert sich für die Geschichte ihrer Heimat. Die Rede ist von Ruža Zgorzelska aus Friedersdorf. Sie setzt sich seit 30 Jahren für die deutsche Sprache und Kultur ein. Vor über 10 Jahren hat sie sich entschieden, eine kleine Heimatstube einzurichten. Aus der kleinen Stube wurde ein Museum, das heute als Farsko Stodowa bekannt ist. 2003 gab es in Friedersdorf ein Problem. Die alte Pfarrscheune war in einem sehr schlechten Zustand. Eine Entscheidung musste her, was mit ihr passiert. Eine Gruppe von Menschen kam zu dem Entschluss, dass sie als kulturelles Erbe vor dem Verfall gerettet werden soll. Keine einfache Aufgabe. Allein das Dach hat eine Fläche von 800 Quadratmetern. Auch die Anfänge waren hauptsächlich nicht leicht. Zuerst müssten wir uns mit den Dorfbewohnern entscheiden, was wir mit der Scheune überhaupt machen, weil das schon fast eine Ruine war. Und der damalige Pfarrer, der hier in der Pfarrei gedient hat, wollte unbedingt, damit wir als deutsche Minderheit oder als Dorfbewohner damit was machen, damit sie nicht zerstört wird. Und wir haben lange Gespräche geführt. Und zum Glück habe ich in dieser Zeit paar ältere Menschen gefunden, die mich bei der Idee unterstützt haben. Der erste Schritt war getan. Dann kam die Idee, alte Gegenstände, die auf Dachböden liegen, dort aufzubewahren. Am Ende ist ein Museum entstanden mit zahlreichen Alltagsgegenständen unserer Vorfahren aus Schlesien. Ein Wohnzimmer mit Bildern an den Wänden und Kristallgläsern auf dem Tisch. Eine Schlafstube, wo die Maselonka für den nächsten Tag schon am Schrank hängt. In der Küche ein Kachelofen, auf Deutsch beschriebene Porzellanbehälter für Lebensmittel, ein Buffet und Töpfe. Ruža Zgorzelska hat sich damit einen Traum erfüllt. Die Liebe zu der Geschichte habe ich, glaube ich, von meinem Großvater geerbt. Er hat sich auch viel für Geschichte, für Politik, für das Sozialleben interessiert. Und ich habe in meiner Familie eben viel Andenken von meinem Großvater. Und das hat mich immer schon von kleinem Kind interessiert. So ist Ruža Zgorzelska immer am Werk. In der Zwischenzeit hat sie eine Schulecke und eine Bauernhofecke eingerichtet. Und es gibt eine neue Stube mit schlesischem Porzellan. Darüber hinaus werden in der Pfarrscheune zahlreiche Veranstaltungen organisiert. Ich bin stolz auf alles, was hier entstanden ist und alles, was wir heute den Besuchern, den Touristen zeigen können. Es ist auch ein Ort, aber am meisten bin ich zufrieden und stolz darauf, dass wir einen Ort geschaffen haben, der auch die deutsche Kultur zeigt und das auch die Identität stärkt. Und ich, wenn ich die Menschen, wenn ich mit den Menschen Kontakt habe, mit die uns unser Heimatmuseum besuchen, in verschiedenen Gesprächen, spürt man das. Ergebnis der Zusammenarbeit des Heimatmuseums mit den Museen in Neustadt und Oberglogau ist auch das Buch Ein Blick durch die Gardine, Multikulturalität Oberschlesiens am Beispiel des Neustädter und Leobschützer Landes. Es ist bereits zweimal nachgedruckt worden, denn die Nachfrage war groß. Ruža Zgorzelska arbeitet auch an anderen Büchern mit. Sie alle handeln von der Geschichte und Kultur in Schlesien vor und nach 1945. Das ist etwas ganz Wunderbares. Es ist nicht leicht, so wie ich schon vorher gesagt habe, aber es bringt auch viel, viel Spaß. Und es ist auch das, dass man etwas hinter sich lässt. Das ist ein Erbe, auch nicht nur für meine Familie, aber auch für viele Menschen. Und die Texte sind wirklich von einer ganz tiefen Überzeugung und vom Herzen entstanden. Ruža Zgorzelska leitet nicht nur die Pfarrscheune. Sie ist auch in der Gesellschaft zur Dorferneuerung aktiv, im DFK vor Ort und sie ist Gemeindevorsitzende in Oberglogau.
25 Jahre lang war sie im Stadtrat und im Vorstand der Sozialkulturellen Gesellschaft der Deutschen im Oppelner Schlesien. Das alles unter einen Hut zu kriegen, ist nicht immer leicht. Das Beste ist, wenn ich abends nach Hause komme oder wenn dann die Scheune leer ist, wenn alle Gäste weg sind, wenn ich mich hinsetze auf der Treppe und jetzt kann ich sagen, ja, der Tag ist erfüllt. Ich habe meine Pflicht, wenn das auch keine Pflicht ist, denn ich mache das ehrenamtlich, ne? Aber ich mache das vom Herzen und ich bin ein konsequenter Mensch, wie ich gesagt habe. Und deswegen, wenn man irgendwas verspricht, da muss man auch halten. Und ich finde, ich habe auch ein Dankeschön gegen meine Heimat zu zeigen, zu sagen. Und meine Arbeit, das ist das größte Dankeschön und das schönste Dankeschön, was ich dem Ort und der Geschichte von dem Ort geben kann. Wenn sich Ruja Zgorzelska mal nicht für andere engagiert, dann geht sie in ihren Garten oder in den Garten der Pfarrscheune und pflegt dort die Pflanzen. Gerne kocht sie auch für ihre Lieben. Am besten fühle ich mich in der Küche, wenn ich richtig abschalten will von allen Sorgen, politischem Kummer und organisatorischen Sachen, da gehe ich in die Küche und ich koche. Ich koche für meine Familie, für Bekannte. Und das Kochen bringt mir Spaß, bringt mir auch Beruhigung. Ende Dezember ist Ruja Zgorzelska als Vorsitzende der Gesellschaft zur Erneuerung des Dorfes Friedersdorf mit der Brücke des Dialogs ausgezeichnet worden. Das Museum Farsko Stodoła in Friedersdorf ist für Besucher das ganze Jahr über geöffnet. Um Anmeldung vor dem Besuch wird gebeten. Und nun die Infos im Schlesienjournal. Am 1. Februarsonntag eröffnete die Sozialkulturelle Gesellschaft der Deutschen im Oppelner Schlesien ihr Jubiläumsjahr zum 30. Bestehen der Organisation. Als Ort wurde Rosenberg gewählt, das vor 30 Jahren in der Wojewodschaft Częstochowa lag und wo die dortigen Deutschen wenige Wochen vor den Oppelnern ins Vereinsregister eingetragen wurden. So wurde zunächst den verstorbenen Gründern der Rosenberger Organisation auf dem dortigen Friedhof gedacht. In der anschließenden Messe in der Fronleichnamskirche beteten die Teilnehmer der Jubiläumsfeierlichkeiten für alle Mitglieder der deutschen Minderheit in Oberschlesien. Danach versammelten sich alle im Rosenberger Kulturhaus, wo nicht nur an die Gründung der Oppelner Organisation der deutschen Minderheit erinnert wurde, sondern vor allem an die Jahre 1989-90 in Rosenberg. Das war ein großer Erfolg. Es waren sehr viele Leute damals und jeder wollte Deutsch sprechen. Und jeder wollte ja sagen, ich bin ein Deutscher. Und da war viel, haben wir viel deutsche Lieder gesungen, Treffen beim Kuchen und Kaffee. Ne, und war sehr schön. In den Festreden der eingeladenen Gäste und der Podiumsdiskussion ging es aber nicht nur um die Geschichte, sondern auch um die Zukunft. Einerseits hängt vieles von der Unterstützung der Mehrheitsgesellschaft ab. Für die Zukunft der SKGD ist aber auch die interne Kommunikation von Bedeutung. Najważniejszym punktem jest dialog między tymi młodymi i tymi starszymi. Bo jeśli będzie dialog jako ważny element każdego spotkania, możemy działać, możemy wspólnie kreować nowe wydarzenia i potrafimy się dogadać, co jest najważniejsze. Mit der Auftaktveranstaltung zum 30. Bestehen der SKGD wurde das Jubiläumsjahr offiziell eingeläutet. In den nächsten Wochen und Monaten sind aus diesem Anlass unter anderem Konzerte sowie eine Publikation geplant. Alle Infos dazu gibt es auf der unten eingeblendeten Internetseite. Rund 5000 Postkarten besitzt die Oppelner Woiwodschaftsbibliothek, darunter etliche, die das deutsche Vorkriegsoppeln zeigen. Erst vor kurzem sind einige neue dazugekommen. Bibliothekarin Barbara Gerdreutsch mag die alten Postkarten besonders gern. Pocztówki przedwojenne mają olbrzymią wartość dla historyków, ale także dla pasjonatów historii. Przede wszystkim dlatego, że pokazują budynki, których często już nie ma. Die Synagoge am Schlossplatz zum Beispiel. Sie gibt es heute nicht mehr. In der Reichspogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938 ist sie zerstört worden.
Auf einer anderen Postkarte ist der Oppelner Bahnhof zu sehen, der sich seit seiner Erbauung optisch kaum verändert hat. Der technische Fortschritt spielte eine große Rolle. Als es die ersten Bahnstrecken gab, wurden Bahnhöfe zu beliebten Motiven. Nasz opolski dworzec uznawany jest za jeden z najładniejszych w Polsce. W podobnym stylu wybudowany jest dworzec w Gdańsku. Ciekawostką jest, że kiedy ten dworzec nasz w Opolu powstawał, powstawał tak naprawdę poza granicami miasta, więc to także już pokazuje, w którą stronę to miasto jakby się rozwijało w pewnym momencie. Die Kartensammlung wird von der Bibliothek digitalisiert und ist für Interessierte einzusehen. Auch in Ausstellungen sollen sie der Öffentlichkeit präsentiert werden. Damit sind wir am Ende der Sendung. Uns gibt es wieder in einer Woche. Bis dahin. Tschüss und auf Wiedersehen.